jetzt nach Belgien. Wir sind jetzt losgereist. So, ich hoffe, ich kann hier sitzen bleiben. Düsseldorf. Ich fahr nach Köln. Ich bin die Einzige, die gerade aus diesem Zug ausgestiegen ist. Arno sieht voll cool aus. Sieht irgendwie aus, als wäre ich in einem anderen Jahrhundert angekommen oder so. Viel geiler als in Deutschland. Also, zumindest die Bahnhöfe, die ich so kenne. Sieht voll bunt aus. Und hier ist eine coole Rolltreppe. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Irgendwie sind hier überall noch die Gleise, aber da ist die Straße. Und ich gehe jetzt einfach mal in Richtung Straße. Excusez-moi, savez-vous où se trouve le bus station? Oui. 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 Ah, okay. Merci. Und ich habe sogar verstanden, was er mir gesagt hat. Nur als er mir eine Frage gestellt hat, muss ich erstmal ein bisschen lange überlegen, bis ich sie beantwortet habe. Ich bin angekommen in Liège. Hello. Was ist das? Bonjour. Dieser Fluss ist die Meuse. Meuse. Ja. Okay, wenn man hier sein Glas wegwerfen will, dann geht man zu diesen Dingern und wirft das hier rein. Vert blanche und vert coloré. Vert blanc. Ach, blanc. Das ist deutlich schöner als diese ekligen, schleimigen Boxen, die wir haben. Friterie du Tron. Das ist jetzt die besten Lütticher Pommes. Ich habe auch französisch bestellt. Schmeckt schon anders, habe ich das Gefühl. Das ist mit so einem anderen Fett gemacht. Ja, irgendwie. Es schmeckt wirklich aber anders als so normale Pommes, die ich mir in Deutschland kaufen würde. Bibi hat gerade einfach den neuen Style für den Sommer festgelegt. Schaut euch das an. Mal wurde meine Haare auseinandergefallen. So muss das aussehen. Mediacité. Feelgood. Wie arbeitet sie? Was? Wie cool. Petit ou grand? Wir hassen Orange, die Belgier und Orange. Wahrscheinlich, oh mein Gott, ich habe eine Verschwörungstheorie. Was, wenn Belgien und Holland heimlich immer noch im Krieg sind? Und deshalb sind die so, nein, Orange bei uns nicht. Also Hintergrund, wir suchen nach Orangen in Oberteilen. Wir haben das perfekte Staple-Piece gefunden für den King's Day. Voll geil. Fashion Killer. Wer bist du? Ich bin Pietro Lombardia von Königstag. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß auch einfach, dass wir die aufhaben. Ja, und wirklich diese Idioten so durch den Laden laufen. Rue de Berge, Café Le Temple. So, Vivi, wie spät ist es? Sind wir bereit für King's Day? Es ist 7:45 Uhr. Wir müssen jetzt los nach Amsterdam. Auf geht's nach Amsterdam. Wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Oh. Ja, unser Zug hat was. Das ist so eine Scheiße. Kann ich ja schon wieder nicht glauben, die Deutschen. Wir haben ja fast unseren zweiten Zug verpasst. Als es eine Gleisänderung gab oder so. Ja, aber jetzt sitzen wir drin, weil er hatte Verspätung. Und wir haben es geschafft. Warum ist die holländische Farbe eigentlich orange? Was hättest du lieber? Ich mag orange, aber also was ist Deutschlands für eine Farbe? Schwarz, rot, gold! Hey! Wow, voll! Die Knüppel! Der Königstag in Holland ist nationaler Feiertag, an dem der Geburtstag des niederländischen Königs Willem-Alexander gefeiert wird. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie Vatertag hier, nur viel größer und in Orange.
Wir haben jetzt ausgecheckt und gehen gleich in die Stadt und suchen nach was zu essen. Amsterdam Süd. Zitat Ricarda: Obwohl es hier gerade so Scheißwetter ist, sieht diese Stadt richtig schön aus. Einfach ein Käsecroissant. Übel geil. Boah. Mmh. Übel geil. Ihr müsst auf die Wacht. Auf die rote Wacht. Oh ja. Yeah. Ich probiere jetzt einfach irgendwas an. Und jetzt geht's zurück zum Bahnhof und dann zurück nach Belgien. Oh mein Gott, diese Pommes. Da geht noch? Meinst du, man kann darauf was gucken? Wir essen jetzt die beste Waffel aus Liège. Das ist geil. Sitzt ja auch einfach so und spielt. Wir sind jetzt hier im Park und machen ein kleines Sommerpicknick. Geht mich jetzt hin. Wir gehen jetzt ins Kunstmuseum. Den haben wir beobachtet, wie er fotografiert wurde, und ich dachte, ich stelle mich einfach mal kurz dazu. Am nächsten Morgen sind wir dann tatsächlich auch schon gefahren. Die Zeit in Belgien war wirklich intensiv, aber auch sehr, sehr schön, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet beim Schauen genauso viel Spaß wie wir vor Ort.